Ja, das Thema Arbeitsrecht und Datenschutz im Kindergarten. Um ehrlich zu sein, wir werden das Arbeitsrecht nur am Rande streifen. Es wird sie hauptsächlich der Datenschutz jetzt durch diese 1,5 Stunden begleiten. Warum? Das Thema gibt genug Stoff her, dass Sie sich da nicht zusätzlich auch noch mit Arbeitsrecht beschäftigen müssen. Wir werden es natürlich dort streifen, wo sozusagen Überschneidungen vorliegen. Aber da darf ich Ihnen kurz einen Überblick geben. Also wir werden uns anschauen, worum es natürlich in erster Linie auch bei der Relevanz des Datenschutzes geht. Warum eigentlich muss ich mir das überhaupt anschauen? Wofür wird gehaftet? Dann werde ein bisschen das Grundrecht auf Datenschutz mit Ihnen behandeln. Worum geht es eigentlich bei Datenschutz überhaupt? Damit Sie sich vorstellen können, was diese Materie praktisch bedeutet, ist es wichtig, dass wir zuerst einmal so einen ganz kleinen theoretischen Überblick bekommen mit den Grundbegriffen. Dann werden wir die konkreten Pflichten, also das ist der größte Teil, wenn wir uns die konkreten Pflichten anschauen und auch ein paar Beispiele, wie man das praktisch umsetzen kann in ihrem Alltag. Und schauen uns dann eben, haben wir gedacht, einen besonderen Fokus möchte ich legen, einerseits auf diese Einwilligung in Datenverarbeitungen bei Minderjährigen, wie funktioniert das, unter welchen Voraussetzungen ist das überhaupt möglich. Und das zweite ist dann dieses große Thema der Bilddatenverarbeitung, also was immer wieder an mich herangetragen wird, naja, also kann ich jetzt überhaupt noch Bilder verwenden, und früher haben wir immer diese Einverständniserklärungen gehabt, und ja, Sie werden sehen, es gibt oft einfache Antworten, manchmal gar nicht. Ich hab vor, das so zu machen, also ich werde zuerst einmal den Stoff systematisch durchgehen. Wenn es Fragen gibt, bitteschön, wenn es Fragen gibt, dann würde ich gerne noch die letzten 10 Minuten darauf verwenden, dass wir wirklich diese Fragen durchgehen. Falls dazwischen es wirklich schon total brennt, ja, dann scheuen Sie sich nicht zu fragen. Womöglich können wir dadurch ein Thema dann etwas praktischer noch behandeln oder aus einem Blickwinkel behandeln, den ich auch noch nicht gesehen habe. Die erste Frage ist immer, naja, warum sitzen Sie eigentlich da überhaupt in einem Workshop zur DSGVO oder zum Datenschutzerinnen? Weil ich mich nicht auskenne. Ja. Und, aber, also ich meine, ich traue mir jetzt zu sagen, Sie kennen sich mit Versicherungsvertragsrecht vielleicht auch nicht so gut aus. Da haben Sie recht. Ja, aber dort geht es. Da vertrauen Sie dem Versicherungsmann, na bitte. Also gibt es einen besonderen Grund, warum es Datenschutz ist? Ich meine, mir fällt einer ein. Ja, also das ist jetzt gerade so ein ganz plakatives Beispiel gewesen. Da hat doch tatsächlich die Datenschutzbehörde, unsere gute alte Post, mit 18 Millionen Euro an Bußgeld belegt, weil die hergegangen sind und gesagt haben, also sie werten sozusagen nach dem, was nach den Daten, die sie über ihre Empfänger erhoben haben, was bekommen die, wer schreibt denen, haben sie eben Profile über die erstellt und haben dann diese Profile an Werbetreibende weiterverkauft, und das hat die Datenschutzbehörde als Verstoß angesehen, weil dort vor allem auch sensible Daten verarbeitet worden sind, wie die politische Einstellung, und hat dann gleich mal 18 Millionen Euro Strafe verhängt. Warum sind jetzt diese hohen Sanktionen im Raum? Es ist so, der Strafrahmen reicht bis zu 20 Millionen oder 4% des weltweiten Umsatzes, wenn verarbeitet wird ohne Rechtsgrundlage, wenn gegen Betroffenenrechte verstoßen wird, also wenn wir uns das genau anschauen, was das ist, zum Beispiel das Recht auf Auskunft, das Recht auf Löschung, wenn in Drittstaaten ohne Rechtsgrundlage Daten übermittelt werden, jetzt werden Sie sagen, ich würde ja niemals was nach Russland schicken oder auf die Philippinen. Ich habe heute gerade interessanterweise, also wir haben uns da oben unterhalten mit den Leuten von diesen zwei Ständen, die diese App für Kindergärten angeboten haben. Und die haben mir gesagt, ja, das ist eine gute Sache, wenn man das macht, weil in vielen Kindergärten, dann hört das auf mit diesen WhatsApp-Gruppen.
Und ja, ich habe das nicht gewusst, dass wirklich WhatsApp-Gruppen in den Kindergärten existieren. Ja. Also ich kenne das von anderen Bereichen, wo ich schon immer sage, um Gottes Willen, das können Sie nicht machen, aber offensichtlich auch in Kindergärten. Ja. Jedes Mal, wenn per WhatsApp eine Nachricht verschickt wird, vielleicht mit Fotos von den Kindern oder so, dann ist das eine Übermittlung in Drittstaaten. Das landet nämlich bestenfalls in den USA und schlechtestenfalls in allen anderen Staaten, wo diese großen Dienstleister sozusagen Verarbeitungszentren haben, Datenzentren haben. Und ja, da haben wir dann diese Strafdrohung, wenn das nicht auf einer rechtlichen Grundlage passiert, die dafür vorgesehen ist. Schauen wir uns an, welche es da gäbe. Bis zu 10 Millionen Euro beträgt noch immer der Strafanspruch, also diese 2% und 4% des weltweiten Umsatzes, das wird jetzt für Kindertagesstätten nicht so relevant sein, deswegen habe ich es weggelassen, es steht der Vollständigkeit halber oben. Also da werden wir wohl nicht drüber rauskommen. Das war zum Beispiel eher bei Google interessant, wo dann 50 Millionen verhängt worden sind. Aber bis zu 10 Millionen Euro kann durchaus die Strafe betragen bei einem Verstoß gegen Pflichten des Verantwortlichen aus der DSGVO, zum Beispiel das Einhalten von Datensicherheitsstandards, also das sind diese ganzen Themen mit Verschlüsselung, aber auch diese ganzen organisatorischen Maßnahmen. Also ich habe zum Beispiel nicht geregelt, dass nur bestimmte Leute Zugriff auf Daten haben und nicht alle. Wenn die Dokumentation mit dem Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge nicht richtig gemacht wird, wenn wir uns heute nochmal anschauen, was das ist, wie viel im Raum haben denn so ein Verarbeitungsverzeichnis für Ihre, na, okay. Ja, also ich kann Ihnen sagen, so ein Verarbeitungsverzeichnis ist eine tolle Sache. Kriegt man nämlich selbst da ein bisschen einen Überblick über das, was man so an Daten verarbeitet. Schauen wir uns an, also das kommt ganz zum Schluss, aber Sie werden es auf jeden Fall heute noch hören. Das ist nur kurz zusammengefasst, das ist im Prinzip ein standardisiertes Verzeichnis, das jeder führen muss, der Daten verarbeitet, der ein Verantwortlicher ist, wo man drinnen aufliest, zu welchen Zwecken welche Arten von Daten von welchen Arten von betroffenen Personen verarbeitet werden. Genau, ja. Das, ja. Na bitte. Wer ist jetzt der Verantwortliche und wofür haftet er? Also das ist einmal so ein Thema, was sich viele sagen, also mich betrifft das eh nicht. Ja. Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht verordnungskonforme Verarbeitung verursacht wurde. Das heißt, wenn ich nicht anhand der DSGVO verarbeite, in diesem Rahmen, der dort vorgegeben ist, dann haftet der Verantwortliche. Der ist nämlich für die Einhaltung der Verarbeitungsgrundsätze und deren Dokumentation, also Dokumentation der Einhaltung verantwortlich. Und wer ist jetzt dieser Verantwortliche? Jeder, der alleine oder gemeinsam mit anderen die Entscheidung über die Zwecke oder die Mittel einer Datenverarbeitung trifft. Und das schauen wir uns jetzt im Rahmen der Grundbegriffe an, was das ist. Zuerst aber zum Grundrecht auf Datenschutz. Jedermann hat den Anspruch auf die Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten. Das bedeutet, jede natürliche lebende Person hat das Recht darauf, dass seine Daten einmal grundsätzlich geheim gehalten werden. Es ist nämlich so, ich habe jetzt gerade vorher den Dompf, wer von Ihnen war da beim Dompfahrer Allmeier im Vortrag? War da jemand dort? Nein? Es ist der Domfahrer von Klagenfurt und der hat was sehr Nettes gesagt. Also das Datenschutz, das ist ganz einfach, das ist wie früher mit der Kirche war. Grundsätzlich ist alles verboten, wenn es nicht ausnahmsweise erlaubt ist. Genau. Und so ist es tatsächlich im Datenschutz auch. Ja? Also es ist grundsätzlich einmal jede Datenverarbeitung verboten. Außer Sie finden einen Weg, entweder bewusst oder durch Zufall, glücklicherweise unbewusst, dass es doch erlaubt ist. Wichtiges weiteres Prinzip ist die Erforderlichkeit. Es muss immer erforderlich sein, die Daten in diesem Ausmaß, in dem es verarbeitet wird, tatsächlich zu verarbeiten. Und dann muss es aber noch verhältnismäßig sein. Das heißt, wenn es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, zum gleichen Ergebnis zu gelangen, dann muss ich diese Möglichkeit wählen, die am wenigsten intensiv in das Datenschutzrecht der Betroffenen eingreift. So, und damit sind wir jetzt bei den Grundbegriffen.
Erstens die personenbezogenen Daten. Was sind jetzt überhaupt diese personenbezogenen Daten? Das sind Daten, also Informationen, die direkt oder indirekt auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person hinweisen. So. Das ist, also da streiten sich Rechtsgelehrte darüber, was im Einzelfall ein personenbezogenes Datum ist. Ja. Fangen wir mal, ich glaube, man tut sich leichter, wenn man mit Beispielen anfängt. Ja. Vorname, Nachname ist in vielen Fällen schon ein, sozusagen eine Datenkombination, die mir ermöglicht, eine ganz bestimmte Person aus einer Gruppe von Personen auszufiltern. Damit ist diese Person bestimmt. Wenn es jetzt aber Hans Meier ist, ja, dann gibt es viele Hans Meiers, damit wird diese Kombination Vorname, Nachname, ist dann zwar kein direkt bestimmtes Datum, aber es ist zumindest ein bestimmbares Datum, wenn ich ein paar Zusatzinformationen kriege, insbesondere das Geburtsdatum. Also Hans Meier mit Geburtsdatum 1.7.1983, ziemlich eindeutig, da wird es nicht so viel geben. Und falls es doch mehr gibt, dann weiß ich vielleicht noch den Wohnort oder in welchem Zusammenhang der aufgetreten ist, was weiß ich, mit einem oberösterreichischen Dialekt. Ja, dann kann ich das schon sehr gut eingrenzen, dann kann ich sagen, aha, das ist genau der Hans Meier. Wenn ich also die Möglichkeit habe, mit Daten und dann sozusagen zu zusätzlichen Daten, die zusätzlichen Informationen, die ich dazu bekomme, eine ganz bestimmte Person auszufiltern, dann habe ich ein personenbezogenes Datum. Und das geht aber sehr weit. Ich muss nicht einmal selber über all diese Daten verfügen, die mir das ermöglichen, ein bestimmtes Datum auf eine bestimmte Person zurückzuführen, sondern es reicht, wenn das wer anders kann. Als Beispiel, es wurden alle Betreiber von Facebook-Fanseiten als gemeinsam zur Verarbeitung Verantwortliche mit Facebook qualifiziert für die Datenverarbeitungen, die stattfinden, wenn irgendeine Person diese Fanseite aufruft und Facebook dann anfängt, diese Daten abzugreifen. Weil der Europäische Gerichtshof in seiner unendlichen Weisheit gesagt hat, es reicht, dass Facebook die Möglichkeit hat, den Personenbezug herzustellen und derjenige, der die Fanseite aufmacht, gibt Facebook die Möglichkeit, noch mehr Daten zu sammeln. Dadurch werden die gemeinsam verantwortlich. Jetzt muss dieser Fanseitenbetreiber, der kriegt ja nur statistische Daten. Ja, der kriegt, was weiß ich, es haben so und so viele Leute in einer Altersklasse zwischen 30 und 50 mehr Seiten im Monat Juli 2017 besucht. Dazu müssen aber vorher personenbezogene Daten gesammelt und gefiltert werden durch Facebook. Es reicht, wenn Facebook diese Verbindung herstellen kann, das muss nicht dieser Fanseitenbetreiber selber sein. Also das heißt, es kann ziemlich vieles ein personenbezogenes Datum sein, das kennen. Online-Kennungen sein, das kennen irgendwelche, das kann zum Beispiel auch sein, jetzt vielleicht eher auf einen Kindergarten bezogen, das kann zum Beispiel auch eine Nummer sein, die ein bestimmtes Kind erhält dort, um dass man sagt, man möchte also nicht den Klarnamen von dem Kind verarbeiten, sondern man gibt ihm eine bestimmte Nummer, was weiß ich, die erste Nummer steht für die Gruppe und die zweite Nummer steht dann für eine durchlaufende Liste. Auch das ist ein personenbezogenes Datum, wenn es jemanden gibt, der den Schlüssel hat, um das dann wieder zurückzuführen auf ein bestimmtes Kind. Ah, das Kfz-Kennzeichen ist ein personenbezogenes Datum, reicht vollkommen aus, brauche ich nur eine Halteabfrage machen. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, nach alter Diktion, also ich habe da immer dazu geschrieben, wie das früher geheißen hat im Datenschutzrecht, die sogenannten sensiblen Daten, sind solche, die über ganz bestimmte sensible Bereiche einer Persönlichkeit Aufschluss geben, zum Beispiel über die Gesundheit einer Person, über die weltanschauliche Ausrichtung, über die ethnische Herkunft, über eine Gewerkschaftszugehörigkeit, über auch biometrische Daten sind da drinnen. Das sind Kategorien, die besonders geschützt sind. Merken Sie sich das einfach mal. Sie werden dann im Verlauf sehen, dass da gewisse Sonderregeln einzuhalten sind. Die betroffene Person ist jede natürliche Person, deren Daten verarbeitet werden. Ganz einfach.
Und der Verantwortliche ist derjenige, der verarbeitet. Das haben wir vorher schon gesehen. Früher hat der Auftraggeber geheißen, jetzt heißt der Verantwortliche. Das ist eben der, der die Entscheidung trifft, dass Daten verarbeitet werden. Und der sagt, zu diesem Zweck werden Daten verarbeitet oder mit diesen Mitteln werden Daten verarbeitet. Hingegen gibt es den Auftragsverarbeiter, früher Dienstleister. Das ist der, der nur im Auftrag vom Verantwortlichen Daten verarbeitet. Den treffen etwas weniger Pflichten, etwas weniger Haftung. Sobald ich einen gewissen Spielraum habe beim Datenverarbeiten, sobald ich sozusagen nicht rein ausführendes Organ bin und eigentlich nur das tue, was mir der Verantwortliche anschafft, sondern auch nur selber sage, also gutes Beispiel sind die Rechtsanwälte. Bei Rechtsanwälten möchte man meinen, naja, also der tut ja das, was der Mandant ihm sagt. Insoweit ist ja der Rechtsanwalt nur ein Auftragsverarbeiter. Das ist nicht so, weil die Rechtsanwälte dürfen ja viele Entscheidungen selbst treffen. Die sagen, die empfehlen ja zum Beispiel ihrem Klienten genau, welche Daten sollen verwendet werden im Rahmen einer Klage, weil das rechtlich relevant ist, wer wird angerufen, wessen Daten werden sonst noch gesammelt. Der hat relativ viel Entscheidungsspielraum und dadurch wird er eben zum Verantwortlichen selber. Auch der Steuerberater. Wichtig sind weiters die Empfänger. Die Empfänger sind alle die, denen Daten offengelegt werden. Das kann sowohl ein Auftragsverarbeiter sein, das kann ein anderer Verantwortlicher sein, ganz egal. Verarbeiten ist ein weiter wichtiger Begriff. Das ist, also jede erdenkliche Art, wie Sie mit Daten umgehen können, das fängt an beim Datenerheben. Also das Erheben fängt eigentlich schon an, wenn ich Daten sehe. Ja, da sehe ich zum Beispiel einen Benutzernamen und das Passwort. Und sobald ich den Entschluss fasse, Benutzernamen und Passwort entweder irgendwo in eine manuelle Kartei einzutragen, sodass ich es später wieder geordnet finden kann, oder überhaupt irgendwo in mein Handy einzutragen, ein Foto davon zu machen, also es digital zu verarbeiten, fange ich schon an mit dem Verarbeiten. Dann kommt dazu das Speichern, dann kommt das Organisieren, dann kommt das Abgleichen, dann kommt das Verknüpfen. Also verschiedene Datensätze werden verknüpft, Name, Geburtsdatum etc. Bis zum Übermitteln, das heißt also der Weitergabe an den Empfänger. Das ist eben dieser erste Schritt, das Erheben, früher ermitteln lassen. Und ganz wichtig ist eben zu wissen, aha, was sind Zweck und was sind Mittel der Datenverarbeitung, weil dann weiß ich nämlich, über was ich entscheide, um verantwortlicher zu werden. Der Zweck ist das, ist ganz einfach, ja, warum verarbeite ich Daten? Zu welchem Zweck verarbeite ich Daten? Da gibt es oft Missverständnisse, dass manche sagen, naja, der Zweck meiner Datenverarbeitung, dass ich da drinnen zum Beispiel Telefonnummern habe, ist das Anlegen einer Kontaktebörse. Das trifft nur zum Teil zu. Tatsächlich ist es so, dass ihr irgendwas vorhabt mit diesen Kontakten. Also diese Kontakte dienen ja unterschiedlichen Zwecken. Die dienen zum Beispiel der Abwicklung von geschäftlichen Beziehungen, der Abwicklung von privaten Beziehungen. Die dienen vielerorts auch der Weitergabe von Informationen. Das sind so Zwecke, zu denen Daten verarbeitet werden. Die Mittel sind hingegen genau diese Verarbeitungsschritte, die ich durchführe, also das Erheben, das Speichern, dann natürlich auch ein Mittel der Datenverarbeitung ist, dazu zählt auch, okay, zu welchem Zeitpunkt werden welche Daten erhoben, in welchem Umfang werden Daten erhoben, all das fällt unter die Mittel der Datenverarbeitung. Und jedes Mal, wenn ich sozusagen einen freien Entscheidungsspielraum habe, wie viel Daten verarbeite ich, zu welchem Zeitpunkt verarbeite ich die, wie lange speichere ich die, triffe eine Entscheidung über die Mittel und bin schon wieder da drinnen in der Verantwortlichkeit. Man kommt fast nicht aus. Deswegen, wenn wir uns den ganzen Rest anschauen und schauen, dass Sie sozusagen als Verantwortlicher so durch ihren beruflichen Alltag gehen, dass sie da niemals in diesen unangenehmen Bereich der Haftungen kommen, den wir uns ganz am Anfang angeschaut haben. Und zum Schluss ist ein wichtiger Begriff, der allerdings Sie in den meisten Fällen weniger betreffen wird, der
Datenschutzbeauftragte, der wird vielerorts falsch verwendet. Deswegen möchte ich den einfach nochmal kurz auch erläutern. Der Datenschutzbeauftragte ist ein ganz bestimmtes Berufsbild, das mit der DSGVO geschaffen wurde, um in diesen Bereichen, wo große Mengen sensibler Daten verarbeitet werden oder wo eine systematische Überwachung von betroffenen Personen stattfindet oder wo Datenverarbeitung im öffentlichen Bereich stattfindet, in all diesen Bereichen muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden, der dann den Verantwortlichen dabei unterstützt, die Datenschutzgesetze einzuhalten, insbesondere die DSGVO. In vielen Fällen werden Sie Personen treffen, die in einem Unternehmen als Datenschutzbeauftragte benannt worden sind oder als solche fungieren. In den wenigsten Fällen sind das tatsächlich Datenschutzbeauftragte, weil diese Unternehmen gar keinen Datenschutzbeauftragten brauchen und da können Sie auch froh sein, ja, weil das betrifft wenige Unternehmen. Also ein Beispiel wären Krankenhäuser oder Versicherungen, die mit großen Mengen von Gesundheitsdaten umgehen. In den meisten Fällen von einer Kindertagesstätte werde ich diese kritische Masse gar nicht erreichen, dass ich einen Datenschutzbeauftragten brauche. Fangen wir mal an mit den wesentlichen Pflichten. Ich gebe Ihnen kurz einen Überblick, worum es da geht. Einerseits ist das die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Das heißt, jede Verarbeitung, wir haben das erklärt mit dem Verbotsprinzip, jede Verarbeitung muss ja im Einzelfall erlaubt sein. Das heißt, wir schauen uns an, was gibt es für Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitungen, die in einer Kindertagesstätte, einem Kindergarten durchgeführt werden. Dann müssen die Betroffenen informiert werden davon, dass Datenverarbeitungen stattfinden, in welchem Umfang die stattfinden, zu welchen Zwecken die stattfinden etc. Schauen wir uns auch genauer an. Sicherstellung der Betroffenenrechte ist ein wichtiges Thema. Also wie kann ich durch Prozesse im Betrieb sicherstellen, dass die Betroffenenrechte, die wir uns dann im Einzelnen anschauen, alle eingehalten werden. Verträge mit Auftragsverarbeitern sind deshalb ein Thema, weil gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo alle Prozesse eben teilweise auch ausgelagert werden, ist es wichtig, dass man eben Verträge abschließt mit den Auftragsverarbeitern, die da herangezogen werden, damit die sozusagen die Haftung dafür übernehmen, dass sie datensicher die Daten, die sie dort speichern, zum Beispiel verarbeiten. Ja, das betrifft jetzt beispielsweise den Betreiber von ihrem Server. Dann rechtmäßige Übermittlung in Drittstaaten ist eben ein Thema, haben wir uns vorher kurz schon angehört, gehen wir da noch genauer drauf ein. Die regelmäßige Risikoanalyse, was habe ich für datenschutzrechtliche Risiken im Betrieb? Die Datensicherheit, wie sorge ich dafür, dass die Daten eben vertraulich bleiben zum Beispiel. Ganz ein großes Thema ist auch die Verschwiegenheit der Mitarbeiter, gehört an sich zum Thema Datensicherheit dazu, aber ist hervorgehoben. Und zum Schluss eben die Dokumentation mit dem Verarbeitungsverzeichnis, das ja manche doch schon haben. Fangen wir an mit der rechtmäßigen Verarbeitung. Das ist so das grundsätzliche Thema, das man immer geklärt haben sollte. Was könnte ein Grund sein, dass es rechtmäßig ist? Einerseits natürlich die Vertragsbeziehung, der Betreuungsvertrag. Ja? Also Sie haben eine vertragliche Beziehung mit den Eltern der Kinder, die bei Ihnen in Betreuung sind. Der Betreuungsvertrag bedingt natürlich auch, dass Sie bestimmte Daten einfach verarbeiten müssen. Ja? Sie müssen den Namen verarbeiten, Sie müssen das Geburtsdatum verarbeiten, Sie müssen die Information darüber verarbeiten, wie alt dieses Kind ist, Sie müssen aber auch sensiblere Daten verarbeiten, wie etwa Daten über den Gesundheitszustand, und da kommen wir schon in ein kritisches Thema rein. Die Vertragsbeziehung ist nicht ausreichend, um die Verarbeitung von sensiblen Daten zu rechtfertigen. Das heißt, da müssen wir uns dann weitere Rechtsgrundlagen anschauen. Oft gibt es rechtliche Verpflichtungen, bestimmte Daten zu verarbeiten. Ja. Also wir haben ja in den
In Kärnten heißt das, dass Kärntner Kinderbetreuungs- und Tagesstättengesetz oder so, ja. Also das ist ein eigenes Landesgesetz, das nur in diesem Bereich eben erlassen wurde. Es gibt davon 9 in Österreich, weil das eben Landesgesetzgebung ist. Und da drinnen werden Sie viele Pflichten finden, die einer Kinderbetreuungsstätte auferlegt worden sind. Also einerseits muss man dem Land bestimmte Statistiken abliefern, andererseits müssen eben für die Bedarfserhebung müssen bestimmte Daten abgeliefert werden und so weiter. All diese Datenverarbeitungen, zu denen Sie als Leiter von Kindertagesstätten, von Kinderbetreuungseinrichtungen verpflichtet sind, da ist natürlich eine Ausnahme vom Datenschutz insoweit, weil Sie ja Ihre rechtliche Verpflichtung schlicht und ergreifend erfüllen müssen. Es geht gar nicht anders. Dann ist es so, dass das trifft allerdings nur auf die privaten Träger bzw. die öffentlichen, die in Privatwirtschaftsverwaltung tätig sind, zu. Ein Träger einer Kinderbetreuungseinrichtung hat ja auch berechtigte Interessen, bestimmte Daten zu verarbeiten, nämlich um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Diese berechtigten Interessen müssen abgewogen werden gegen die Interessen der Betreuten auf Datenschutz. Und wenn diese berechtigten Interessen überwiegend sind oder zumindest gleich hoch sind wie das Interesse am Grundrecht auf Datenschutz, dann ist die Verarbeitung möglich. Und erst dann, wenn all diese Möglichkeiten nicht zutreffen, kümmern wir uns um die Einwilligung. Es ist nämlich so, dass die Einwilligung ist ein bisschen so, wird so als Standardrechtsgrundlage verwendet. Und ich rate immer dazu, zuerst einmal zu schauen, ob ich nicht auf einer anderen Basis bestimmte Daten verarbeiten kann. Weil wenn ich das nämlich kann, dann spare ich mir das Einholen der Einwilligung einerseits und andererseits erspare ich mir etwas, was mit der Einwilligung verbunden ist, nämlich das Problem, eine Einwilligung kann ja jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. So. Ich habe eine ganz kurze Frage stellen. Bitte? Bei uns zum Beispiel im Gesetz steht drinnen, dass wir verpflichtet sind, die Bildung und Betreuung der Kinder, wenn nötig, auch mit Bildmaterial zu dokumentieren in einem Art Portfolio. Mhm. Wenn ich das rechtlich stehen habe, brauche ich keine Einwilligung für das, dass ich Fotos von dem Kind mache, diese ausdrucken. Solange es euch das in diesem gesetzlichen Rahmen handelt, perfekt. Ja. Also spare ich mir da eine Einwilligungserklärung. Genau. Das ist mein gesetzliches. Genau. Aufpassung. Genau so ist es, ja. Wir werden uns dann diese Einwilligung gerade durch Absorgeberechtigte nochmal genauer anschauen. Da gibt es nämlich tatsächlich durch die neuere Rechtsprechung vom obersten Gerichtshof massive Probleme damit, dass man das überhaupt rechtskonform hinkriegt. Das heißt also, im Zusammenhang mit Bildverarbeitung ist ja noch ein spezielles Thema. Ja? Das ist sehr praktisch. Ja? Ich habe es im Kärnten leider nicht gefunden. Ja. Ausgezeichnet. Dann ist natürlich die Aufgabe im öffentlichen Interesse, die Datenverarbeitung erforderlich macht. Ja? Also auch diese, das ist sozusagen bei einer rechtlichen Verpflichtung, da ist tatsächlich die Pflicht zur Datenverarbeitung. Wenn eine Aufgabe im öffentlichen Interesse ist, da kann ich sozusagen herleiten. Da sage ich, naja, ich habe einfach eine bestimmte Betreuungsaufgabe und ich muss diese Betreuungsaufgabe erfüllen. Und aufgrund dessen, die liegt auch im öffentlichen Interesse, und aufgrund dessen leite ich mir dann sozusagen dieses Recht her, bestimmte Datenverarbeitungen durchzuführen. Ja. Da wird es dann schon etwas gefinkelter. Ja. Da kann sich dann in Streitfällen kann sich das durchaus auszahlen, wenn man dann einmal beim Rechtsanwalt anklopft und fragt, ob diese Auslegung auch hält, wenn die Datenschutzbehörde prüfen kommt. Aber da gibt es eben auch bestimmte Möglichkeiten. Und dann gibt es dieses, ja, überwiegende berechtigte Interesse, also mit dieser Interessenabwägung. Vorsicht allerdings bei den besonderen Kategorien. Ja, also da haben wir so ein paar Beispiele, welche da gerade in Ihrem Bereich in Frage kommen könnten. Da ist es eben so, im Wesentlichen ist die Verarbeitung von Daten, die diesen besonderen Kategorien personenbezogener Daten unterliegen, ja, nur nach der ausdrücklichen Einwilligung
ist da die Verarbeitung rechtmäßig. Es gibt weitere Tatbestände, die müsste man aber im Einzelfall dann prüfen. Ja? Also einerseits gibt es so einen Ausnahmetatbestand für ein erhebliches öffentliches Interesse. Das geht also über diese Aufgabe im öffentlichen Interesse noch hinaus. Also da muss man schon irgendwie eine Art Erheblichkeitsschwelle überschreiten, damit diese Datenverarbeitung zulässig wird. Und das andere ist, wenn die Datenverarbeitung notwendig ist, damit eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, das stellt vor allem auf kirchliche Einrichtungen ab, ihre Tätigkeit ausüben kann. Ja? Wie ist das dann mit einem gemeinnützigen Verein, der als Tagesbetreuungseinrichtung organisiert ist? Da ist eben die Frage, ja, also diese Bestimmung ist jetzt nicht direkt für jeden gemeinnützigen Verein geschaffen worden, sondern da geht es eher darum, dass man sagt, naja, also wie kann zum Beispiel eine Glaubensgemeinschaft Daten über religiöse Zugehörigkeit verwalten, ja, wenn sie nicht diese Ausnahmebestimmung hätten. Grundsätzlich müssen sie, wenn sie ein gemeinnütziger Verein sind, ja, müssten Sie sich eben genau anschauen, also wenn ich meine Aufgaben per se, also als Vereinigung nicht ausüben könnte, wenn ich meinen Vereinszweck nicht erfüllen könnte. Ja. Wenn ich das nicht weiß, ja, dann gefährde ich die Gesundheit des Kindes. Also wäre das im Prinzip eine sensible Daten, ja, dass ich erheben muss, ja, um meine Arbeit rechtskräftig durchführen zu können. Naja, also wenn's das Kind in Lebensgefahr bringen würde, dann habe ich natürlich die Ausnahmeverarbeitung, um sozusagen Lebensgefahr abzuwenden. Ja, das funktioniert immer. Nur es gibt ja ganz viele Allergien, die nicht lebensgefährlich sind. Ja, ja. Ja. Ja, also in dem Fall, wenn's im, also Lebensschutz geht immer über Datenschutz, ja, das ist klar. Aber es ist ja eben so, also man muss sich das ja so vorstellen, es kursiert ja oft so diese Annahme, naja, also jetzt mit dem Datenschutz ist alles verboten. Das Grundrecht auf Datenschutz ist ja nur eins von vielen Grundrechten, die wir in der Verfassung stehen haben. Jetzt müssen aber all diese anderen Grundrechte, die es ja auch gibt, die möglicherweise, sage ich mal, dem Datenschutz in Randbereichen widersprechen, müssen ja auch beachtet werden. Und genau für diese Fälle hat eben der Gesetzgeber diese Ausnahmetatbestände geschaffen, um sozusagen so Interessenkollisionen schon im Vorhinein möglichst gut zu klären. Ja. Wie gesagt, also das Grundrecht auf Leben sozusagen, ja, das geht da immer vor. Wenn sich es allerdings, natürlich, man verarbeitet ja viele andere gesundheitsbezogene Daten auch mit. Da ist eben die Frage, ja, schön wäre es in diesen Fällen, wenn das irgendwo in einem Gesetz drinnen steht, ja, so dass man sich einmal die Materiengesetze anschaut vom Land, wenn der Landesgesetzgeber da so umsichtig war und dafür schon Vorsorge getroffen hat, dann schreiben wir das einfach irgendwann einmal auf, aha, in dieser Bestimmung war das drinnen, leg das ab und bin zufrieden. Ja. Sonst muss ich eben schauen, naja, ich habe aber vielleicht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass sich keine Seuchen ausbreiten oder so. Ja. Und also die Volksgesundheit ist immer so auch ein erhebliches öffentliches Interesse. Da muss ich dann aber im Einzelfall begründen, schreibt man das nieder und das, sowas wird dann zum Beispiel in diesem Verarbeitungsverzeichnis abgelegt. Genau dafür ist das gut. Und wenn dann die Prüfung kommt, dann kann man sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe das dokumentiert und bin darauf gekommen, es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, diese Kategorien von Daten zu sammeln und so lange aufzubewahren, wie das eben notwendig ist. Es ist nur blöd, wenn man sich keine Gedanken dazu gemacht hat, selbst wenn es zutreffen würde. Jetzt mache ich einen kurzen Exkurs, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ja, die Einwilligung der Obsorgeberechtigten. Es ist ja so, ein Minderjähriger kann vor allem, also in ihrem Bereich, ja, es gibt ja verschiedene Sparten von Minderjährigen, also ab 14 Jahren sind sie ja die mündigen Minderjährigen, da können sie ja schon bestimmte Entscheidungen selbst treffen, aber bis 14 Jahre bin ich in einem Bereich, wo man sagt, also da fehlt die Einsichts- und Urteilsfähigkeit. Das Vorliegen derselben wird erst mit 14 Jahren vermutet.
Ja, also kann man darüber streiten. Ich glaube, es gibt viele, die auch jenseits der 60 sind, wo ich sage, da fehlt die Einsichts- und Urteilsfähigkeit. Aber gibt es ja dann auch schon wieder einen Erwachsenenschutz. Ja. Aber jetzt ist es so, ja, wenn diese Einsichts- und Urteilsfähigkeit einmal fehlt, dann wird die Zustimmung meist durch eine Zustimmung der Obsorgeberechtigten ersetzt. Jetzt ist es aber so, ja, das Datenschutzrecht ist von der Rechtsprechung eingestuft als höchstpersönliches Recht. Ja. Das bedeutet, das ist ein vertretungsfeindliches Recht. Ich kann grundsätzlich eben das Recht auf Datenschutz, kann darauf nicht wirksam verzichten. Also ein Vertreter kann nicht wirksam auf mein Grundrecht auf Datenschutz verzichten. So, ja. Es ist anders als ein vermögensrechtliches Forderungsrecht zum Beispiel. Auf das kann durchaus ein Vertreter verfügen. Ja, da kann ein Rechtsanwalt damit beauftragen, wie auch immer. Oder eben das Elternteil kann das wahrnehmen. Aber beim Recht auf Datenschutz, sagt die Rechtsprechung, ist vertretungsfeindlich. Ja. Und das führt dann zu gewissen Problemen, nämlich bezüglich der Frage, kann jetzt überhaupt ein obsorgeberechtigtes Elternteil wirksam einwilligen in Datenverarbeitungen? Da geht es insbesondere um die Frage, kann ein Elternteil wirksam einwilligen darin, dass Bilddaten des Kindes aufgenommen und dann in bestimmten Kontexten verwendet werden, sei das jetzt für die Kindergartenzeitschrift, sei das jetzt für die Website, sei das jetzt eben, um bestimmte Projekte zu dokumentieren, etc., etc. Und die eine Seite in der Literatur sagt, also Persönlichkeitsrechte wie das Datenschutzrecht sind absolut vertretungsfeindlich. Das heißt, unter keinen Umständen dürfen Eltern einer Datenverarbeitung der Daten ihrer Kinder zustimmen. Also selbst wenn sie es machen, es geht einfach nicht. Und grundsätzlich nicht, nein, es ist nur unwirksam. Ja, es ist schlicht und ergreifend. Strafbar würden sie sich machen, wenn es auch gegen das Kindeswohl geht. Und das ist nämlich die zweite Ansicht, die sagen, es ist schon möglich, aber die Eltern dürfen es nur im Kindeswohlinteresse ausüben. Das heißt, wenn die Zustimmung sozusagen vom Kindeswohl erfasst ist, dann ist es eine wirksame Zustimmung. Wenn es nicht erfasst ist oder gegen das Kindeswohl gehen würde, dann ist die Zustimmung wiederum unwirksam. Ja, das ist, da hat es einen Fall gegeben, und zwar ist da in, ich glaube, das war in Wien, da ist ein Kind, das ohnehin beeinträchtigt war, aus dem Fenster geflogen. Und hat dort irgendwie doch einige Verletzungen abgekriegt, und eine größere Tageszeitung, die hat davon Fotos gemacht und hat dann einen Bericht davon gemacht, und da hat man das alles gesehen. Also das Kind war nur leicht verpixelt irgendwie, und man hat eigentlich relativ schnell feststellen können, um welches Kind sich handelt, also damit man nämlich auch diese ganzen furchtbaren Verletzungen sieht. Und dann ist eben die Klage eingetrudelt, und die Zeitung hat gesagt, naja, aber wir haben aber die Zustimmung von der Mutter, ja, kein Thema. Und die wollte das ja, ja, weil das besteht ein öffentliches Interesse und hin und her. Und dann hat eben der oberste Gerichtshof ein Urteil des Oberlandesgericht Wien bestätigt. Das Oberlandesgericht Wien hat gesagt, ja, nämlich diese erste Ansicht, Persönlichkeitsrechte sind absolut vertretungsfeindlich, und deswegen war diese Zustimmung der Mutter nichtig, unwirksam. Und da haben dann eben einige Stimmen gesagt, naja, also da hat man sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn es hätte ja vollkommen gereicht, wenn man gesagt hätte, es war halt nicht im Interesse des Kindeswohls, dass man zustimmt zu einer Veröffentlichung in einer Tageszeitung österreichweit. Ja. Ja, also der Wahl kann ich Ihnen nur sagen, also wenn es da nicht irgendwelche besonderen gesetzlich legitimierten Interessen haben zum Bilddatenverarbeiten im Kindertagesstättenbereich, dann rate ich Ihnen davon ab, da auf die Einwilligung zu viel zu geben, weil
Derweil herrscht leider noch diese Ansicht vor. Und solange da die Gerichte da nicht eine etwas, wie soll ich sagen, differenziertere Meinung entwickeln, bleibt es dabei. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch die Unterscheidung von Online- und Offline-Sachverhalten, wobei ich denke mal Online-Sachverhalte, das wird jetzt in Ihrem Fall weniger oft vorkommen. Das betrifft nämlich hauptsächlich diesen Fall, wo man sagt, na, also es müssen im Online-Bereich, wenn sich sozusagen Online-Angebote an Kinder richten, dann muss zusätzlich eben auch die Einwilligung der Eltern vorliegen. Das funktioniert aber natürlich auch nur in dem Fall, wo grundsätzlich überhaupt eine Einwilligung in Vertretung möglich ist. Das heißt also, in diesem Fall, wo man sagt, okay, Minderjährigen sind unter 14, aber trotzdem haben sie schon die nötige Einsichts- und Urteilsfähigkeit, um selbst einer solchen Datenverarbeitung zuzustimmen. Dann müssen zusätzlich eben noch die Eltern zustimmen. Ist aber in Ihrem Fall nicht relevant, weil die Kinder alle in einem Alter sind, der weit unter dieser sozusagen Einsichts- und Urteilsfähigkeitsannahme liegt. Das ist das Fazit. Also das ist einfach höchst riskant. Schauen Sie, dass Sie möglichst eine andere Rechtsgrundlage als die Einwilligung finden. Was ist jetzt so eine Bildaufnahme nach diesen Bestimmungen? Sie sehen das im 12. Datenschutzgesetz. Eine Bildaufnahme ist die durch Verwendung technischer Einrichtung vorgenommene Feststellung von Ereignissen im öffentlichen oder nicht öffentlichen Raum zu privaten Zwecken. Jetzt bitte das nicht falsch verstehen. Zu privaten Zwecken heißt nicht zu privat-familiären Zwecken im Sinne der Haushaltsausnahme, sondern zu privaten heißt zu nicht öffentlichen Zwecken. Also zu nicht staatlichen Zwecken oder nicht behördlichen Zwecken. Dazu sind auch die akustischen Informationen zur Bildaufnahme erfasst, also das heißt nichts anderes wie Videoaufnahmen, genau. Früher war es so, dass eben nur Videoaufnahmen von diesen Spezialbestimmungen erfasst worden sind, indem wir uns jetzt gleich anschauen. Jetzt ist es so, eben auch die Lichtbilder alleine, also da ist es schon mit 2018 zu einer massiven Verschärfung der Rechtslage gekommen. Zulässig ist die Bilddatenverarbeitung, wenn im lebensnotwendigen Interesse der betroffenen Person, ja, also ich denke jetzt an irgendwelche Unfälle, aber das sind eher so wirklich Ausnahmekonstellationen, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt, haben wir gerade gesehen, das ist nicht so einfach, oder wenn es durch besondere gesetzliche Bestimmungen angeordnet oder erlaubt ist, nicht? Oder wenn im Einzelfall überwiegende berechtigte Interessen des Verantwortlichen vorliegen und die Verhältnismäßigkeit gegeben ist und bestimmte Datensicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. So, und in diesem Bereich natürlich könnten Sie sich auch überlegen, naja, gibt es vielleicht im Einzelfall doch überwiegende berechtigte Interessen, um zumindest bestimmte Bilddatenverarbeitungen vorzunehmen. Weil es ist ja so, Bilddatenverarbeitungen sind ja nicht per se solche von sensiblen Daten. Ja, also das ist nur ganz selten so, dass eine Bilddatenverarbeitung wirklich als sensibel eingestuft wird. Ich weiß, es gibt diese Meinungen, die sagen, naja, auf einem Bildzieger, woher der kommt, oder auf einem Bildzieger, ob der ein Brüllen hat oder einen Gipshaks oder sonst was. Ja, aber da gibt es Gott sei Dank diese Ansicht, ja, weil sonst wäre ja Fotografieren praktisch unmöglich, wenn das wirklich als sensible Daten wären. Da gibt es diese Ansicht, dass man sagt, naja, wenn zum Beispiel jemand jetzt dunkler ist im Gesicht, der kennt aus einem Land in Afrika kommen, aber auch aus Indien. Ja, das kann man jetzt dann so per se nicht feststellen. Wenn einer eine Brille hat, dann könnte er das aus modischen Gründen tun oder aus gesundheitlichen Gründen. Wenn jemand eine Bandage irgendwo hat, dann kann das sein, weil der gerade Fasching war. Ja? Also das ist also sozusagen nur in eingeschränkten Zusammenhängen sagt man wirklich, okay, das gibt jetzt Rückschlüsse auf ein sensibles Datum. Also wenn jemand zum Beispiel beim Messbesuch fotografiert wird, ja, oder wenn jemand aufgenommen wird auf einer politischen Demonstration, so eine Geschichte. Ja? Aber
Meist sind es eben nicht sensible Daten und das heißt, ich kann mich durchaus im Einzelfall auf diese überwiegenden berechtigten Interessen stützen. Ich muss sie allerdings ausführlich begründen können. Dann gibt es den Absatz 3, der sagt, wann jedenfalls solche überwiegenden berechtigten Interessen vorliegen. Einerseits Schutz von Personen und Sachen auf privaten Liegenschaften. Darf allerdings die Nachbarliegenschaft nicht erfassen, also das ist so diese klassische Videoüberwachung zum Objekt- oder Personenschutz. Dann Schutz von Personen und Sachen an öffentlich zugänglichen Orten, also das kann zwar durchaus im Privatbesitz sein, aber es darf sozusagen jeder rein, weil es einen Vertragsschlusszwang gibt, wie bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder auch eben im Eingangsbereich der Kinderbetreuungseinrichtung, wenn man sagt, also dort möchte man einen gewissen Schutz schaffen durch eine Videoüberwachung, das wäre durchaus zulässig. Und dann gibt es noch das private Dokumentationsinteresse ohne identifizierende Erfassung von unbeteiligten Dritten. Kann ich leider nicht verwenden für diese ganzen Beispiele, die ich gesagt habe, also diese Veranstaltungen. Da geht es eher, also wenn man sich das in den Erläuterungen zum Gesetz anschaut, da geht es eher darum, dass jemand zum Beispiel eine Kamera aufstellt, um einen gewissen Baufortschritt zu dokumentieren und dann läuft halt zufälligerweise einmal wer durchs Bild. Jedenfalls unzulässig ist eine Bilddatenverarbeitung, wenn es im höchstpersönlichen Bereich geschieht, ohne eine ausdrückliche Einwilligung. Ja, was wäre der höchstpersönliche Bereich? Da sagt man zum Beispiel Zugangsbereiche zu Privatwohnungen, Zugangsbereiche zu öffentlichen Toiletten, Zugangsbereiche zu Gotteshäusern. Da wäre es nicht möglich. Dann Bildaufnahmen zum Zweck der Kontrolle von Arbeitnehmern. Ja? Das ist ganz verboten. Ich habe das extra da rot reingenommen, ja, weil man natürlich in vielen Fällen nicht denkt, sich der Arbeitgeber vielleicht, naja, es wäre ganz gut zu wissen, was die Leute machen, wenn ich gerade nicht da bin. Das geht nicht, ja. Also, und da kommt es aber auf den Zweck an, ja, also da muss man sich anschauen, es kann natürlich sein, ja, dass gewisse Bilddatenverarbeitungen das sozusagen als Kollateralschaden verursachen. Ja, dann muss man sich anschauen, okay, kann ich es aber nicht anders machen, auch ohne dass dieser Kollateralschaden sozusagen eintritt. Und nur wenn das wirklich nicht geht, dann ist es aber auch nicht zum Zweck der Kontrolle. Ja. Dann haben wir den automationsunterstützten Abgleich von mittels Bildaufnahmen gewonnenen personenbezogenen Daten mit anderen personenbezogenen Daten, wird sie jetzt kaum betreffen. Das wäre zum Beispiel die Gesichtserkennung von Google oder die von Facebook. Ja. Deswegen sage ich, bitte keine Fotos auf Facebook, also das wäre nicht so. Und die Auswertung von mittels Bildaufnahmen gewonnenen personenbezogenen Daten anhand besonderer Kategorien. Also dass man sagt, okay, man schaut sich diese Bilddaten an und filtert dann gewisse Merkmale außer, um festzustellen, aha, wie viel Leute von dieser Gruppe kennen einer bestimmten Ethnie an oder wie viele Leute haben eine bestimmte Krankheit oder so. Also das wäre so ein typischer Fall von verbotener Bildaufnahmenauswertung. Wichtig im Zusammenhang mit Bilddaten, die Übermittlung von zulässigerweise erstellten Bildaufnahmen ist nur dann weiters zulässig, sofern sie einerseits erforderlich ist, und wenn wiederum eine dieser Voraussetzungen des 12 Absatz 2 Ziffer 1 bis 4 erfüllt werden, also diese Voraussetzungen einer rechtmäßigen Ermittlung, haben wir gesagt, also die lebensnotwendigen Interessen, die Einwilligung und so weiter. Was ist auch eine Übermittlung? Genau das. Das Versenden von Fotos, Videos im Internet oder auf Social Media Kanälen, auch das ist eine Übermittlung. Weil ich lege diese Bilddaten an weitere Empfänger offen und diese Offenlegung ist nichts anderes wie gesetzlich, technisch gesprochen eine Übermittlung. Ja? Das heißt, wenn man solche Veröffentlichungen macht auf Social Media, verpixeln. Ja? Wie ist es, wenn ich Bilder über eine Firma bestelle, ja, muss die wo hochladen? DM, Hofer, Happy Photo. Ja. Okay, also das, wenn das sozusagen die Übermittlung wäre. Ja,
da muss ich halt auch prüfen, ob dieses Zusenden an den DM, ja, damit er mir dort die Fotos ausdruckt wahrscheinlich nicht, oder? Ja, oder so ein Fotobuch draus macht, genau. Da muss ich eben schauen, ob eine dieser Voraussetzungen im 12 Absatz 2 Ziffer 1 bis 4 erfüllt sind. Das heißt, so wie in Salzburg, wo es heißt, Sie müssen diese zu Dokumentationszwecken machen. Genau. Können, müssen nicht, können. Ja, ja. Aber wenn ihr das braucht zur Dokumentation, genau. Ja, ich kann es auch am Computer in der Firma ausdrucken. Es ist ja ein anderer Aufwand vom ja Geld her. Ja. Ja, aber es muss ja auch die, also sofern das jetzt Teil der Privatwirtschaftsverwaltung ist, nicht? Also ich habe auch immer das Gebot der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit. Und das muss ja im gesamten öffentlichen Bereich eingehalten werden. Also so könnte man natürlich argumentieren. Ja? Gibt es da nicht irgendeine Sonderregelung, wenn das Kind nicht erkennbar ist? Also wenn das von hinten fotografiert wird, von oben oder schon wo, dass man das Gesicht nicht erkennen kann, dass ich sage, ich fotografiere meine Gruppe, ja, wir sind Schneewollen, aber es ist kein Gesicht erkennbar. Da komme ich ja wieder auf die grundsätzliche Frage, ja, liegt denn überhaupt ein personenbezogenes Datum vor? Weil nur wenn ein personenbezogenes Datum vorliegt, ja, ist ja überhaupt die ganze Datenschutzgesetzgebung anwendbar. Aber es ist durchaus so, dass die Rechtsprechung sagt, naja, nicht jedes Foto von hinten oder so ist schon so, dass es wirklich sozusagen ein anonymes Datum ist, weil es gibt Personen, die können aufgrund bestimmter Merkmale, die dort erkennbar sind, schon auserfinden, wer das ist. Ja? Ist bei Kindern wahrscheinlich weniger gefährlich, ja? Weil ich glaube, dass die halt einfach weniger sozusagen charakteristische Körpermerkmale haben oder so. Ja, so die, ja, genau, ja. Aber das ist natürlich die grundsätzliche Frage, die man immer stellen muss. Ja, liegt überhaupt ein personenbezogenes Datum vor? Ja. 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 Genau. Ich fotografiere meine Kinder immer so, dass man sich witzig. Ja. Ja, das ist geschickt. Ja. Wenn es immer um die Veröffentlichung, wenn ich jetzt einen Elternabend habe. Ja, schon auch über die Kinder praktisch. Also, was ich den Eltern weitergibt. Gell? Wenn da einfach das Kind. Wenn ich einen Elternabend habe und die schauen das an. Du darfst ja im Prinzip gar kein Foto auf deinen Medien drauf haben von deinem Kind. Das ist schon alleine so verboten. Nein, das ist nicht vollständig verboten. Das ist dann verboten, wenn ich sozusagen keine von diese Voraussetzungen erfülle. Das, was wir vorher besprochen haben, ja, bitte, das muss man jetzt unterscheiden, ja. Es ist ja nicht grundsätzlich verboten, sondern es muss halt eine dieser Voraussetzungen vorliegen. Es ist nur die Einwilligung so untauglich, das würde ich damit sagen, ja. Also das nur aufgrund der Einwilligung zu machen, Das ist fast nicht möglich, oder eigentlich, es ist nicht möglich nach der Rechtsprechung, ja, weil die Eltern nicht wirksam einwilligen können. Wenn ich allerdings eine andere dieser Voraussetzungen erfülle, dann kann ich es schon machen. Wieso lernt man dann, wir sollen von den Eltern beim Vertrag unterzeichnen lassen, sie mit einverstanden sind, dass sie richtig das kommt aus der Frage dieses Bildnisschutzes aus, ja. Weil das ist sozusagen § 78 Urheberrechtsgesetz. Ja. Allerdings funktioniert es dort in Wirklichkeit auch nicht nach der Rechtsprechung. Also, ja, weil ich kann halt nicht. Also der Magistrat besteht nämlich darauf, dass wir das haben. Ja. Aber der Kontrolle wollte das wissen, der hätte unterschrieben haben. Wenn jetzt das Magistrat kommt und sagt, na, wissen Sie nicht, dass das gar nicht. Dann machen Sie es am besten zusätzlich, aber denken Sie nur für sich, ich prüfe lieber den 12 Absatz 2 Ziffer 1 bis 4. Ob da eine dieser Voraussetzungen vorliegt, und wenn ich es nach dieser Bestimmung darf, dann darf ich es auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es natürlich noch zusätzlich, es muss, damit eine Bilddatenverarbeitung zulässig ist, müssen auch diese in § 13 DSG ersichtlichen Formvorschriften eingehalten werden, nämlich die geeigneten Sicherheitsmaßnahmen durch den Schutz einerseits vor unbefugtem Zugriff, also es muss unmöglich sein, dass diese Bilddaten irgendwie nachträglich manipuliert werden, Teil von Fotomontagen werden etc. Ich muss protokollieren die Verarbeitungstätigkeiten. Ja, also das ist schon ein ziemlicher bürokratischer Aufwand. Das heißt, ich muss sagen, okay, wann habe ich welches Foto gemacht? Ja, Gott sei Dank gibt es Metadaten. Ja. Aber man sollte halt, also
worum geht es bei dieser Protokollierung? Ich muss das soweit dann auch dokumentiert haben, dass wenn mich da irgendwer fragt, aha, was hat es mit dem Foto auf sich, dass ich relativ schnell eine Antwort geben kann. Und grundsätzlich, das kommt nämlich aus dieser Videodatenüberwachung, ja, also Löschungspflicht bei Zweckerreichung, längstens 72 Stunden. Wenn über 72 Stunden, dann muss ich die Verhältnismäßigkeit prüfen und gesondert protokollieren und begründen, warum die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Da würde ich mir, wenn Sie das praktisch administrieren wollen, ja, dann würde ich mir einfach schon vorab gewisse Standardprozesse, in welchem Kontext werden Bilder hergestellt, ja, oder werden Lichtbildaufnahmen gemacht, das schauen wir an, da gibt es vielleicht 5 verschiedene Zwecke, zu denen das gemacht wird, oder Gelegenheiten, und dann ordne ich einfach, wenn ich eine Fotoserie mache oder was, dann ordne ich das einfach schon diesem bestimmten Zweck zu, und dann habe ich dort eigentlich schon sozusagen im Voraus geprüft, warum ich das länger als 72 Stunden aufbewahren darf, weil ich das brauche für diese Dokumentationszwecke zum Beispiel, ja, um gewisse Tätigkeiten eben nachträglich noch einmal evaluieren zu können oder so, ja. Dann ist auch wichtig, ein klarer Hinweis auf die Bildaufnahme. Ja. Wenn das jetzt eine Einzelfotografie ist, ja, dann ist der klare Hinweis natürlich, gegeben, dadurch, dass ich dir das aufmerksam mache. Also jetzt wird fotografiert, ja, ist das eh okay. Bei Videoüberwachung von Objekten, was ja auch für Sie relevant sein kann, immer beachten bitte, die betroffenen Personen haben ein Auskunftsrecht über die Identität des Verantwortlichen. Ja. Das heißt, es muss auch sozusagen in der Nähe von einer Videoüberwachung muss klar sein, wo kann sich denn jetzt derjenige, der Gegenstand dieser Videoüberwachung wird, schnell informieren darüber, ja, wer ist überhaupt verantwortlich für diese Videoüberwachung. Ja. Sie haben das, seit 2018 gibt es ja von der ASFINAG, jedes Mal, wenn man auf eine Bundesstraße auffährt, haben Sie sicher gesehen, oder, dieses Videosymbol, und drunter steht nachher ein Link sozusagen, ja, oder eine URL, wo ich dann genau mich darüber informieren kann, was da für eine Videoüberwachung passiert. So muss es sein. Aber da kann man dann anschauen, aha, das ist die ASFINAG und die macht das zu diesen und jenen Zwecken und verarbeitet die Daten und speichert sie so lang und so weiter. Ja? Und so einen Hinweis sollte man auch in unmittelbarer Nähe von einzelnen Videokameras, die eben zur Objektüberwachung aufgestellt sind, zur Verfügung stellen. Sonst eben Verweigerung des Auskunftsrechts und, wenn wir gesehen, Verletzung von betroffenen Rechten bis zu 20 Millionen Euro Strafe. Und damit kommen wir jetzt dann schon allgemein zur Informationspflicht. Ich werde es jetzt nicht erschöpfend mit Ihnen machen, ja, was die einzelnen Punkte sind. Ich möchte Ihnen nur diese Liste kurz einmal sagen, was Sie an Informationen erteilen müssen, bevor oder wenn, also bei der Erhebung von Daten. Es müssen die Daten des Verantwortlichen da sein, und zwar also der Name des Verantwortlichen, Kontaktdaten. Dann die Zwecke der Datenverarbeitung und die Rechtsgrundlage, auf der die Datenverarbeitung geschieht. Sollte die Rechtsgrundlage die berechtigten Interessen des Verantwortlichen sein, dann müssen diese konkret angegeben werden und eine Angabe, warum diese berechtigten Interessen mindestens gleichgewichtig sind wie die Interessen der betroffenen Person am Schutz ihrer Daten. Also diese Interessenabwägung muss sozusagen offengelegt werden. Dann muss ich angeben, Empfänger oder zumindest Empfängerkategorien. Also ich übermittle diese Daten weiter an Banken, ich übermittle diese Daten weiter an Versicherungen, ich übermittle diese Daten weiter an das jeweilige Bundesland zur Erstellung von Statistiken oder zur Bedarfserhebung und so weiter. Dann muss ich offenlegen, wenn eine Übermittlung in Drittländer stattfindet.
und zwar welche Drittländer das sind. Und dann dazu eben auch die angemessenen Garantien, wenn wir dann sehen, was das ist. Dann die Dauer der Speicherung. Und wenn ich die Dauer der Speicherung nicht genau angeben kann, die Kriterien, nach denen die Dauer ermittelt wird. Dann muss ich angeben, welche Rechte haben die Betroffenen im Rahmen dieser Datenverarbeitung. Dann muss ich angeben, okay, wenn meine Rechtsgrundlage die Einwilligung ist, dass diese Einwilligung auch jederzeit widerrufbar ist und an welche Adresse der Widerruf gerichtet werden muss. Dann muss ich angeben, dass ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde besteht. Weiters habe ich anzugeben, welche Gründe vorliegen, damit mir die betroffene Person ihre personenbezogenen Daten bereitstellen muss und was für Folgen für die betroffene Person entstehen, wenn es nicht bereitgestellt wird. Und letztlich, das wird es aber nicht, wenn es zu einer automatisierten Entscheidungsfindung kommt, dann müssen auch dazu genaue Informationen geliefert werden. Also das betrifft Sie im Regelfall nicht. Grundsätzlich muss diese Information nur einmal geteilt werden, wenn Sie allerdings mit den bereits bestehenden Datensätzen, die Sie gesammelt haben, wenn Sie die für neue Zwecke verarbeiten wollen im Nachhinein, dann sagen Sie, ich habe die Daten schon, aber jetzt wird mir ein neuer Zweck einfallen, zu denen ich verarbeiten muss, dann muss ich wiederum diese ganzen Informationen erteilen. Ja, das sind die berühmten Datenschutzerklärungen, die Sie auf den Websites sehen. Das sind genau Ausfluss dieser Informationspflicht. Da habe ich Ihnen das Beispiel, die von meiner Website, eingeblendet. Jetzt wissen wir zwar, was da drinnen stehen muss, aber wie muss ich diese Informationen den Betroffenen zur Verfügung stellen? Betrifft die Form. So, einerseits muss es schriftlich sein, geht aber auch elektronisch. Andererseits muss es leicht zugänglich, transparent und verständlich sein. Jetzt machen Sie einmal verständlich und transparent bei so einer Anforderung. Ja? Also das ist schon eine Kunst. Die Europäische Kommission hat damals, also kündigt glaube ich schon seit 2016 oder 2017 an, sie werden so eine Art Bildersprache zur Verfügung stellen, wo man eben dann diese ganzen Informationen, also die mit Symbolen sozusagen geben kann. Da kann man das dann wirklich auf einer Seite zusammengefasst machen und jeder weiß dann, worum sich bei diesen Symbolen handelt. Leider gibt es diese Verordnung bis heute nicht. Ja, ja, das wären eben diese Bildsymbole, genau. Ja. In einer klaren und einfachen Sprache, ja, also das ist halt oft das Problem bei diesen sperrigen Texten. Und dann muss natürlich auch noch diese Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, das heißt, ich darf nichts dafür verlangen. Was wirklich ein Knackpunkt bei diesen Dingen auch immer ist der Zeitpunkt. Ja? Nämlich bei der erstmaligen Erhebung beim Betroffenen, sind diese Infos nach Artikel 13 zu geben, oder nach Artikel 14, wenn ich bei einem anderen Verantwortlichen diese Daten bekomme, spätestens einen Monat nach der Erhebung bei diesem Dritten. Das ist vor allem das Problem. Ja. Oft wird der beim Betroffenen erhoben. Jetzt denke ich einmal, ich nehme mal an, die meisten von Ihnen haben für Ihre Kinderbetreuungseinrichtung eine Website. Auf dieser Website hat Ihnen womöglich Ihr Website-Betreuer eingeredet. Es ist wahnsinnig wichtig, dass Sie Google Analytics verwenden, weil das ist so toll, da können Sie nachvollziehen, also woher die Besucher kommen und dann können Sie das irgendwie dann weiter rauf ranken und bla. Also das ist total eine wichtige Sache. Tatsächlich ist es so, dass mit zum Beispiel Google Analytics, aber auch Google Maps ist so eine Sache. Ja. Auch Google Maps ist natürlich wahnsinnig toll, ja, weil da kann dann jeder sofort da draufklicken und sich dann die Route berechnen, wie er dann zu ihrer Einrichtung fährt. Das ist alles sehr schön. Nur ist es so, dass beim Aufruf der Seite schon Cookies gesetzt werden. So, jetzt hat er aber, jetzt ist es so, da gibt es im Telekommunikationsgesetz eine Bestimmung, die besagt, also vor der Einwilligung in seine Datenverarbeitung muss eine bestimmte Info erteilt werden und dann muss diese Einwilligung erteilt werden und dann erst darf ich die Cookies setzen. Was tatsächlich passiert, und dann haben Sie dieses schöne Banner und da steht dann drauf, also bestätigen Sie mit OK oder was auch immer, ja, ist aber schon spät, weil zu dem Zeitpunkt ist die Datenerhebung schon längst passiert. Also da haben wir den Zeitpunkt nicht eingehalten.
der hat die Info nie gekriegt, wenn die Daten erhoben werden, weil der kriegt sie frühestens ein paar Sekunden später, wenn er sofort auf Datenschutzerklärung klickt und sich dann einmal durcharbeitet. Dabei werden seine Daten schon längst erhoben. Das heißt, also dieser Zeitpunkt ist auch ein wichtiger Punkt, ja, was Sie vielleicht jetzt relevanter betreffen wird, ja, aber wenn Sie den ganzen unnötigen Schnickschnack von Ihrer Website weg, dann haben Sie das Problem eh nicht. Was vielleicht relevanter ist für Sie, zum Beispiel das Kontaktformular auf der Seite, ja, wenn Sie da daneben den Link präsentieren, dann kann der sich das anschauen, bevor er Ihnen das Kontaktformular schickt. Er hat zumindest die Möglichkeit, sich diese Information zu holen und damit ist der Zeitpunkt gewahrt. Oder er kommt zu Ihnen, die Eltern kommen mit dem Kind zu Ihnen direkt in die Betreuungsstätte und melden sich dort an. Ja. Dann liegt dort ja schon die Datenschutzinformation auf. Und in dem Moment haben die schon die Information, noch bevor sie dort überhaupt die Daten von sich und vom Kind eintragen. In dem Fall wäre das mit dem Zeitpunkt gewahrt. Also wir die Datenschutzinformation irgendwo herholen, weil wir als Laien sind ja da gar nicht fähig, das so zu formulieren, oder? Was? Selbstverständlich. Also unser Kanzlei zum Beispiel, also es gibt sicher viele andere auch, aber wir sehen eben drauf, auch als Datenschutzbeauftragte eben sozusagen spezialisiert, einerseits einmal ins Unternehmen reinzugehen und zu schauen, was finden da tatsächlich für Datenverarbeitungen statt und dann eben weiter dabei zu helfen, das einfach umzusetzen. Ja? Diese ganzen, wir holen uns die Informationen ein und aufgrund dieser Informationen kann man dann zum Beispiel solche Informationsblätter machen. Da gibt es dann meistens eine kurze und eine lange Version. Die kurze sozusagen für die erste Info und die lange für diejenigen, die es dann wirklich interessiert und die dann weiterführende Informationen haben wollen. So. Aber es ist sonst sehr schwierig. Ja. Manchmal gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Wirtschaftskammer stellt einiges an Formularen zur Verfügung. Da muss man sich eben anschauen, also je nachdem, wo sozusagen der Träger dazugehört, ob öffentlicher oder privater Bereich. Im öffentlichen Bereich müssen ja sowieso Datenschutzbeauftragte bestellt werden. Die sind nur manchmal ziemlich überlastet. Ja, das muss man auch sagen, weil die werden meistens einer bestellt für 18 Gemeinden oder so. Ja. Der kommt dann mit der Arbeit fast nicht nach. Ja. Da helfen wir dann oft aus. Ja. So gibt es dann oft einen primären Datenschutzbeauftragten zum Beispiel und der fragt dann halt, wenn es irgendwie ein bisschen heikler wird, ob man da nicht aushelfen kann. So eine. Im Einzelfall. Nächster wichtiger Punkt, die Betroffenenrechte. Ja, wir haben jetzt gehabt die Informationspflicht. Die Informationspflicht ist sozusagen die aktive Informationspflicht. Das Recht auf Auskunft bedingt dann die passive Informationspflicht. Ja, also da muss ich einfach bestimmte Informationen vorhalten, die etwas detaillierter ist. Und wenn dann der Betroffene zu mir kommt und sagt, ich will Auskunft über die personenbezogenen Daten, die über mich verarbeitet, zu welchen Zwecken und so weiter, dann muss ich eben diese Auskunft binnen angemessener Frist erteilen, nämlich unverzüglich längstens innerhalb eines Monats. Ja? Damit man das einhalten kann, damit man in der Lage ist, diese Auskunftspflicht zu erfüllen, muss man eben vorher schon diese ganzen Prozesse alle intus haben, weil dann kommt man danach nicht ins Schleudern. Und das ist genau der Punkt, wo man dann zum Schluss mit dem Verarbeitungsverzeichnis hinkommt. Wenn das sauber gemacht ist, dann kann ich die ganzen Informationen auf Knopfdruck erteilen. Nur wenn es ganz komplex und, bitte? Längstens ein Monat und in ganz besonders unverzüglich, genau. Ja. nur in diesen Fällen, wo es wirklich ganz komplexe Anfragen sind, binnen 2 Monaten. Bitte aber aufpassen beim Auskunftsrecht, ja. Sie könnten durchs Auskunftserteilen wiederum Daten verletzen, weil wenn nämlich der anfragt, gar nicht der ist, ja, um dessen Daten es geht, ja, dann haben Sie auch ein Problem. Das heißt, wenn Sie sich unsicher sind, dann fragen Sie einmal nach der Identität. Ja. Dann fragen Sie einmal nach, ja, und wer sind Sie? Oder stellen Sie irgendwie... Bitte? Ja, ich meine...
Es ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Was aber, glaube ich, geschickter wäre, wenn Sie sich einfach überlegen, was sind denn so Dinge, die einer, dessen Kind zum Beispiel in ihrer Betreuungseinrichtung war, was nur der wissen kann, ja, was aber ein Auswärtiger nicht wissen kann. Dass Sie sich einfach so ein bisschen was überlegen, okay, was könnten das sein, so gewisse Besonderheiten von Ihrer Kinderbetreuungsstätte, ja, und dann fragen Sie, das machen Sie einfach eine Kontrollfrage, ja. Das Recht auf Berichtigung, also wenn irgendwo falsche Daten gespeichert werden oder veraltete Daten, dann hat die betroffene Person das Recht, dass die richtig gestellt werden. Das Recht auf Vergessenwerden, also das Recht auf Löschung, wenn kein Rechtsgrund mehr besteht, Daten über jemanden zu verarbeiten, zu speichern, dann sind die zu löschen. Kann auch eingefordert werden eben von den Betroffenen. Da in dem Zusammenhang ist nur das Schwierige, man muss eben sicherstellen, dass diese Löschung auch wirklich möglich ist. Ja? Wenn das jetzt irgendwo in der Cloud liegt, diese Daten, und ich in Wirklichkeit überhaupt keinen Zugriff auf diese Daten habe, weil ich mit dem Cloud-Dienstleister einen unzureichenden Auftragsverarbeitervertrag geschlossen habe, dann wird das sagen, ja, ist mir eigentlich wurscht. Hast du einen Gratisdienst in Anspruch genommen, hast da keine Rechte draus. Ja, also das sind so Dinge, das muss man sich immer überlegen. Wenn man die Daten irgendwo speichert, dann muss man auch sicherstellen, dass die dann wirklich dort auch restlos gelöscht werden können. Einschränkung der Verarbeitung, das ist das Recht darauf, dass die Daten nur mehr gespeichert werden, aber keiner anderen Verarbeitung mehr unterzogen. Das ist insbesondere dann, wenn sie in einen Streit reinkommen. Ja. Dann sagt der Betroffene, naja, zu Beweisgründen möchte ich, dass ihr meine Daten schon noch weiter gespeichert haltet, damit man nämlich genau nachvollziehen kann, wo ihr das speichert. Aber ich möchte nicht, dass es irgendwie anders weiterverarbeitet wird. Also ihr dürft den nur mehr speichern zu diesen Beweiszwecken. Dann gibt es das Recht auf Mitteilung an die Empfänger, nämlich wenn einer die Löschung beantragt, ja, dann müssen Sie in der Lage sein, den Empfängern dieser Daten, also wenn Sie diese Daten irgendwo weitergeben haben, auch mitzuteilen, dass so ein Löschungsbegehren vorliegt, damit die das dort einmal fürs laufende Verfahren zumindest einschränken können und später löschen. Das heißt, man muss auch gut dokumentieren, an wen gibt man Daten weiter, weil sonst kann man natürlich dieses Recht auf Mitteilung nie erfüllen. Dann gibt es das Recht auf Datenübertragbarkeit, das überspringe, weil das trifft auf Sie sicher nicht zu. Da geht es darum, dass automationsunterstützte Daten in einem bestimmten Format herausgegeben werden müssen. Das Recht auf Widerspruch ist allerdings sehr wohl für Sie relevant. Ja? Also wenn Sie aufgrund berechtigter Interessen zum Beispiel verarbeiten und die betroffene Person der Meinung ist, diese berechtigten Interessen bestehen nicht oder bestehen nicht mehr, dann können die widersprechen. Und was dann in Folge wiederum entweder zur Löschung führt oder eben zu einem Streit darüber vor der Datenschutzbehörde. Das Thema Verträge mit Auftragsverarbeitern wird Sie mal dann betreffen, wenn Sie vor allem, sagen wir mal, die IT extern haben. Ja, also wenn Sie da einen Dritten damit beauftragen, jetzt sind wir ja wahrscheinlich bald am Ende, gell? Dann werde ich dieses Thema nur im Sauseschritt durchgehen. Wichtig ist, so ein Vertrag muss in schriftlicher Form vorliegen. Das heißt, wenn Sie so einen externen IT-Dienstleister haben, schauen Sie mal, ob mit dem überhaupt was schriftlich existiert. Inhalt ganz wichtig, er darf nur auf Ihre Weisungen hin verarbeiten. Seine Mitarbeiter müssen zur Verschwiegenheit verpflichtet sein. Die Datensicherheit muss sichergestellt werden. Die Subverarbeitung darf nur nach Genehmigung oder fehlendem Einspruch stattfinden. Das heißt, wenn der irgendwen in irgendwelchen anderen Drittländern heranzieht, er muss sie unterstützen, damit sie die betroffenen Rechte erfüllen können. Und bei den Pflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde. Außerdem, wie gesagt, Löschung sollten Sie da drinnen ganz dringend regeln. Und er sollte Ihnen die Überprüfung ermöglichen, in seinen Datensendern zum Beispiel. Das ist immer ganz besonders leicht zu kriegen. Sehen wir schon beim Thema Übermittlung in Drittstaaten. Das ist rechtmäßig, wenn es ein Angemessenheitsbeschluss, also innerhalb der EU ist es immer zulässig. Da können Sie übermitteln, wenn es grundsätzlich rechtmäßig ist, so viel Sie wollen. Ja. Dann gibt es noch ein paar Länder, die wurden von der Europäischen Kommission für sicher erklärt.
Die USA gehören nicht dazu, wichtig. Und das ist leider der häufigste Anwendungsfall. Verbindliche interne Datenschutzvorschriften gibt es fast nirgends. Standarddatenschutzklauseln ist eine wichtige Möglichkeit. Kann ich jetzt allerdings im Detail nicht mehr auseinandersetzen, aber merken Sie sich's, falls Sie es einmal brauchen würden. Auch das trifft nie zu, auch das trifft nie zu in Österreich. Und dann gibt es definierte Ausnahmefälle. Es ist erforderlich für die Vertragserfüllung, wirklich erforderlich. Es liegt eine ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen vor, dass das in einem Drittstaat verarbeitet wird, der unsicher ist. Oder sie brauchen es, um Rechtsansprüche geltend zu machen. Das Thema würde ich noch gern kurz mit Ihnen anschneiden. Die sogenannte Risikoanalyse. Was müssen Sie da machen? Sie müssen die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des Risikos für Rechte und Freiheiten betroffener Personen ermitteln, also insbesondere für die Kinder, die in ihrer Betreuungseinrichtung sind. Dazu müssen Sie Umfang, Umstände und Zweck der Verarbeitung dokumentieren. Gibt es 9 Kriterien gemäß der Artikel 29 Datenschutzgruppe, die jetzt leider mangels Zeit mit Ihnen nicht mehr ganz durchgehen kann. Wann ein hohes Risiko vorliegt, und sollte so ein hohes Risiko vorliegen, dann müssen Sie eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Das ist ein Mordschoch. Ja. Da gibt es aber allerdings, da schauen Sie einmal vorbei auf der Website der Datenschutzbehörde, da gibt es sogenannte Ausnahmeverordnungen. Da schauen Sie einmal eine, ob nicht Ihre Datenverarbeitungen unter diese Ausnahmeverordnungen reinfallen, weil dann ersparen Sie sich zumindest die Datenschutzfolgenabschätzung. Risikoanalyse müssen Sie mal machen. Ja. So. Schauen wir uns das noch kurz an. Die Datensicherheit, ich habe da so ein interessantes Bild gefunden, so schaut es halt in vielen Betrieben aus, gell? So der offene Serverraum und da wird am Telefon geredet, ja, also bei offenem Fenster, wer welche Daten wo hat, die Sachen, ja, so soll es nicht ausschauen am Arbeitsplatz. Dazu müssen Sie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, zum Beispiel, habe ich bei vielen von Ihnen schon gehört, es wird verschlüsselt bei der Datenübertragung. Sie brauchen Firewalls, Sie brauchen einen Virenschutz. Ganz wichtig, ja, der beschränkte Zugang zu Datenverarbeitungen, also der beschränkte Zugang zu PCs, der beschränkte Zugang zu bestimmten Listen, die aufliegen, auch der beschränkte Zugang natürlich, also was ja vielfach vorkommt, die Elternpost, ja, oder öffentliche Listen, wo sich die Eltern von den Kindern eintragen können. Da zum Beispiel besser irgendeine Sichtschutzbox verwenden, ja, wo dann die Eltern einfach sozusagen ihre Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen oder bei der Bedarfserhebung für Fenstertage, wo die das dann in so eine Sichtschutzbox reinwerfen, ja, weil so sieht keiner vom anderen, ist der da, ist der nicht da. Ja, aber dann ist es ja total aufwendig, um herauszufinden, welche Eltern haben jetzt schon abgegeben und welche nicht. Wenn ich 50 Kinder in der Gruppe habe, kann ich nicht jeden Tag durchschauen. Reden Sie mit den Herrschaften da oben mit ihrer Kindergarten-App. Ich glaube, dass das gar nicht so eine schlechte Lösung ist. Ja? Das ist Coolbox. Genau. Aber was bitte nicht machen, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, den beschränkten Zugang haben wir auf jeden Fall nicht, wenn es eine WhatsApp-Gruppe ist. Ja, ja, ja. Und das ist eben auch wichtig für Ihre Mitarbeiter, ja. Wenn Ihre Mitarbeiter keiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, dann müssten die so eine Verpflichtungserklärung auf das Datengeheimnis nach § 6 abgeben. Das ist auch ganz wichtig. Und natürlich regelmäßige Mitarbeiterschulungen sind so eine typische organisatorische Maßnahme, um die Datensicherheit einzuhalten. Ja, die Datensicherheitsrichtlinie ist auch noch so ein letztes Thema, was ich Ihnen empfehlen würde, ja, dass Sie einfach festlegen, wie darf IT verwendet werden. Ich sage Ihnen jetzt ganz offen, ja, auch wenn diese IT-Datensicherheitsrichtlinie nicht zu 100% eingehalten wird, es ist zumindest wichtig, dass Sie nachweisen können, dass es so eine überhaupt gibt. Weil dann können Sie zumindest sagen, ich habe mich darum bemüht, dass die Datensicherheit eingehalten wird, auch wenn es im Einzelfall nicht funktioniert hat. Das ist das, was am Schluss von diesem Verarbeitungsbezeichnis ist, oder? Genau. Gut, ja.
wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ich bin, nachdem wir da schon einige Fragen sozusagen im Vortrag vorweggenommen haben, bin jetzt nicht ganz ans Ende meiner Folien gekommen. Ich würde aber trotzdem gerne da gerade diese Themen mit dem Verarbeitungsverzeichnis, falls es ein paar von Ihnen interessiert, dann bleibe ich jetzt einfach noch eine Viertelstunde, 20 Minuten oder was da. Sie können mich da mit Fragen löchern und, und dem Rest sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu diesem doch etwas sperrigen Thema. Applaus